Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich werde das jetzt wahrscheinlich immer wieder dazu sagen. Aufgrund der Corona-Situation kann es immer sein, dass Spiele abgesagt werden oder bestimmte Spieler nicht dabei sind und ja, dementsprechend in der Prognose vielleicht noch mit inbegriffen sind, aber in echt nicht spielen werden. Kann passieren, kann ich dann leider nicht ändern. Irgendwann ist halt sogenannter Redaktionsschluss. Aber ich wünsche euch trotzdem viel Spaß. Ich hoffe, es gefällt euch. Los geht's mit Regensburg gegen Braunschweig. Wenn man das Wort Willensleistung benutzen möchte, dann beschreibt das ganz gut das, was Braunschweig gegen Bochum ablieferte. Nun gegen den SSV Jahn Regensburg sollte der erste Auswärtssieg her. Yassin Ben Baller bedient Fabio Kaufmann. Und nach gerade mal 4 Spielminuten führten die Gäste. Zusammenspiel zweier Neuzugänge. Ben Baller von Duisburg gekommen, Kaufmann aus Würzburg. Regensburg machte es gut gegen Fortuna Düsseldorf. Am Ende stand nach 2-0-Führung aber nur noch ein 2:2. Die verlorenen 2 Punkte wollte man sich hier wiederholen. Albers in der 45. Minute, aber mit der größten Chance doch eher harmlos auf das Tor von Fejsic, der den gesperrten Dornebusch vertrat. Zweiter Durchgang. Nur noch 20 Minuten zu spielen. Regensburg tat sich weiterhin extrem schwer und die Elf von Daniel Mayer stand defensiv sehr gut und Fejsic vor allem war auch sehr konstant. Fischte die Bälle von der Seite ohne Probleme runter und blieb tadellos. Regensburg musste nun aufmachen, knappe 10 Minuten zu spielen. Genialer Pass von Kobylanski auf Kaufmann. Das ist kein Abseits, der alleine vor Meier lässt sich das nicht nehmen und macht in der 83. Minute alles klar. Schießt zum 0:2 ein. Der SSV Jahn Regensburg musste sich an diesem Freitagabend mit der Saisonniederlage abfinden. Nachspielzeit. Noch einmal Braunschweig. Kaufmann setzt sich hier gut durch. Proschwitz. Jetzt wurde es richtig heftig. Vielleicht ein Tor zu hoch, dieser Erfolg. Trotzdem machten die Niedersachsen alles richtig. Und zum Auftakt dieses Spieltags holen sie sich hochverdient aus Regensburg die 3 Punkte ab. Der erste FC Nürnberg holte sich am Montagabend zumindest einen Punkt. Mit aus Hamburg vom FC St. Pauli. Karlsruhe konnte das erste Mal gewinnen. Das erste Mal Treffen gegen den SV Sandhausen war es ein überzeugendes 3:0, das wirklich Hoffnung machte. Hier war der Club aber zunächst besser. Viertelstunde gespielt. Wirklich gefährlich wurde es aber doch relativ selten. Der Kopfball hier von Johannes Geis ist logischerweise kein Problem für Marius Gersbeck. Trotzdem der Club in der dominanten Rolle. 3 Tage hatten sie ja nur Pause zur Erholung, aber davon war ihnen hier nichts anzusehen. Diesmal muss Gersbeck wirklich eingreifen. Felix Lohkemper, der mittlerweile richtig stark auftrumpft. Es folgt dieser Eckball. Geis, und da ist Scheffler. Getroffen gegen den FC St. Pauli bei seinem Startelfdebüt. Und jetzt macht er den nächsten Treffer. Genau dafür wurde er geholt. Aber auf der anderen Seite ist es auch vom KSC nach einer Ecke schlecht verteidigt. Über eine Stunde schon gespielt. Nun der KSC und das ist Hofmann. Eisigkeit. In der 64. Spielminute der Ausgleich. Sehr schmeichelhaft. Sehr gut gesetzt. Martinia kommt nicht mehr ran. Der Club wollte sich aber die verdienten 3 Punkte hier nicht entgehen lassen. Lohkemper zu Manuel Scheffler und der macht es wieder. Der macht es wieder. 75. Minute. Sein drittes Saisontor jetzt schon. Aus 11 Metern bringt er den über die Linie. Der KSC fand keine Antwort mehr. Stattdessen noch ein drauf. Scheffler mit der Vorlage, Lohkemper mit dem Abschluss. Andersrum funktionierte es beim Führungstreffer am Montagabend.
Aber so läuft's auch. Nürnberg gewinnt hochverdient 3:1 gegen den KSC, der jetzt eher wieder alte Verhaltensmuster aufzeigte. Der Hamburger SV hat noch eine weiße Weste, musste aber eben auch unter der Woche spielen, hatte jetzt nur 2 Tage Pause, Donnerstag und Freitag. Aber die Qualität sollte ausreichen für den tabellenletzten Würzburger Kickers. Und es sah auch wirklich gut aus hier in der Anfangsphase. Das erste große Ausrufezeichen setzte Simon Terodde, der hier Fabian Giefer testet. Der wird zur Glanzparade gezwungen. Würzburg nun auch nach vorne. Hegele, plötzlich Lothric völlig frei. Und der macht dann doch das äußerst überraschende 0:1. 12. Spielminute. Schöner Abschluss. Sven Ulreich erstmals zwischen den Pfosten beim HSV geschlagen. Doch der Hamburger Sportverein, er machte einfach weiter, war aber glücklos in der ersten Halbzeit. Pfostenschuss, Nachschuss dann abgefälscht. Normalerweise hätten die Gastgeber hier mit 2, 3 Toren führen müssen. Doch wenn man die Möglichkeit nicht macht, sieht es eben so aus. Zweiter Durchgang, es änderte sich nicht wirklich viel. Der HSV brauchte aber zumindest einen Treffer. Wieder Aluminium, Simon Terodde, diesmal derjenige, der im Pech ist. Viel Glück für die Würzburger. Aaron Hunt, gute Idee. Haier mit dem Abschluss. Aprala für Terodde. Endlich der Ausgleich. 68. Spielminute. Giefer kann nur vor die Füße von dem Torjäger abprallen. Natürlich wollten sie jetzt den Sieg. Schlussphase. Aaron Hunt geht noch einmal an mit dem Ball. Wo ist die Anspielstation? Er macht es selber. Doch Giefer unterstreicht einen guten, nahezu tadellosen Auftritt und hält damit den Punkt fest für die Gäste, die damit mehr als zufrieden sein können. Der HSV muss sich ärgern, hier die Torchancen nicht konsequent genutzt zu haben. Der SV Darmstadt 98 spielte am vergangenen Wochenende nicht gegen Osnabrück aufgrund von Corona-Fällen bei den Niedersachsen. Hier gegen den FC St. Pauli wollte man zu Hause dann die nächsten 3 Punkte einfahren, nachdem man vor der Länderspielpause in Nürnberg gewinnen konnte in letzter Minute. Doch die Braun-Weißen hier erst mit dem Freistoß und dann auch spielerisch durchaus überzeugend. Kieré, Finole Becker, 0:1, 17. Minute, die verdiente Führung für die Gäste. Die Lilien wirkten nicht so ganz auf der Höhe nach der Länderspielpause und eben dieser Woche Pause, die sie noch zusätzlich hatten. Jetzt mussten sie kommen. Zweiter Durchgang. Mehlem an den Pfosten. Und der Nachschuss von Tim Skake. Gute Parade von Robin Himmelmann. Darmstadt wurde besser, belohnte sich aber nicht, hatte auch teilweise Pech. Himmelmann kratzt den raus und verhindert das 1:1. Es wurde jetzt zu einem offenen Schlagabtausch. Der FC St. Pauli ging auf das 2:0. Kieré, Daniel Kofi, Kieré machte es in der 73. Minute. Sie waren einzig und allein mittlerweile die kältere Mannschaft. Darmstadt hatte die Möglichkeiten, wir haben es gesehen, verpasste es aber einfach, den Ball über die Linie zu bringen. Der FC St. Pauli konnte jetzt mit noch breiterer Brust spielen und holte sich hier noch mehr Selbstbewusstsein aus dem Merckstadion. 87. Sebastian Olsson mit dem 3:0 für die Gäste. Verdienter Auswärtssieg für den FC St. Pauli. Nichtsdestotrotz doch 1, 2 Tore zu hoch. Darmstadt schaffte es nicht, die Möglichkeiten, die sie hatten, zu nutzen. Die Niederlage in Paderborn war für Hannover 96 doch arg enttäuschend. Für Fortuna Düsseldorf sind das Luxussorgen. Da hat man ganz anders in die Liga reinfinden wollen. Momentan dümpelt man im Mittelfeld rum und hat vor allem auch spielerisch nicht so viel Gutes produzieren und zeigen können. Da rettete man gegen Regensburg zuletzt noch
ein 0 zu 2 zu einem 2 zu 2, aber ein Anspruch eines Aufstiegsaspiranten ist das nicht unbedingt würdig. Die erste Möglichkeit gehörte hier allerdings den Gästen. Hannover 96 musste jetzt auch etwas nach vorne produzieren, hat ja auch den Anspruch, vorne mit dabei zu sein. Das ist in der Mitte dann Hendrik Weidand, der diesen Schuss nicht schlecht setzt, aber knapp am Tor vorbeiziehen lässt. Hannover mittlerweile die deutlich bessere Mannschaft. Nach einer halben Stunde auch auf der Anzeigentafel. Lindenmeiner schön rausgespielt. Weidand legt raus. Flanke von Haraguchi. Lindenmeiner in der Mitte dann ohne Probleme. Schießt dabei sogar noch Kastenmeier an. Wir springen in die zweite Halbzeit. Schon in der 75. Minute. Nicht mehr viel von Düsseldorf zu sehen. Lindenmeiner, Franz. Da ist Kastenmeier, der verhindert Schlimmeres in dieser Situation. Aber nach vorne war es nach wie vor von Düsseldorf wirklich sehr, sehr spärlich. Möglicherweise ja jetzt noch einmal. Die absolute Schlussphase, das 1 zu 1, wäre nicht unbedingt verdient. Man würde es aber mitnehmen. Irgendwann muss der Ball aber auch in die Mitte gebracht werden. Das schaffen sie nicht. Es bleibt beim 1 zu 0. Ein auf spielerisch eher niedrigem Niveau endendes Zweitligaspiel mit dem besseren Ende für Hannover. Holstein Kiel musste die Tabellenführung erst einmal an den Hamburger Sportverein abtreten, aber spielt trotzdem eine nahezu tadellose Saison bisher. Hier gegen Greuther Fürth wurde es aber nicht wirklich einfacher, weil Greuther Fürth gut dagegen hielt. Von Beginn an. Meierhöfer, der rechte Verteidiger, mal mit aufgerückt hier mit der ersten guten Möglichkeit für die Gäste. Da fehlte wirklich nicht viel. Greuther Fürth aber doch eher spärlich in die Saison gestartet. 3 Unentschieden, eine Niederlage. Das sollte besser werden und es wurde auch viel besser. Nur ergebnistechnisch fand man noch nicht die richtige Antwort. Starker Abschluss von Nielsen. Gelios aber mit der Parade. Von Holstein Kiels gutem Fußball bis dato noch nicht zu sehen, das führte sich auch im zweiten Durchgang erstmal sofort. Sebastian Ernst kommt erst nicht durch, probiert es dann selber aus Spitzenwinkel. Abermals Gelios sehr aufmerksam im gefährdeten Eck. Muss er auch sein und lenkt zur Ecke. Apropos Ecke. Eine Standardsituation für Greuther Fürth. Hrgota. Ball noch im Spiel. Seguin. Vor die Füße von Nielsen. Das 1 zu 0. Mehr als überfällig, weil Hrgota und Seguin beide in der Situation drin bleiben. Nielsen am zweiten Pfosten nicht im Abseits steht. So dass Kiel jetzt wirklich gezwungen war, auch nach vorne was zu machen, um Zählbares mitzunehmen. Jae-Sung Lee. Und Joshua Mees. Joshua Mees! Eisig kalt. Wunderbarer Abschluss. Flach unten rechts rein. Nicht zu halten für Burchard. Ein schmeichelhafter Punktgewinn für Holstein Kiel. Den nehmen sie aber gerne an. Greuther Fürth hingegen wartet weiterhin auf den ersten Saisonsieg. Der erste FC Heidenheim ist nicht so gut in diese Saison gestartet. 4 Punkte nach 4 Spielen, Luft nach oben, allemal da. Aber man hat sich vor allem auswärts sehr schwer getan. Nun zu Hause gegen den VfL Osnabrück, aber sah es auch nicht gut aus. Brian Henning in der 17. Spielminute mit dem 1:0 für die Gäste. Das bedeutet auch gleichzeitig den Halbzeitstand. Die 11 von Frank Schmidt nicht so richtig frisch. Im Spiel nach vorne. Zuletzt verlor man gegen den FC Erzgebirge Aue. Osnabrück spielte nicht aufgrund von Corona-Fällen in der Mannschaft. Zweiter Abschnitt. Heidenheim musste besser werden, wurde besser. Schmidt, Geipel gegen Osnabrück erst nicht durchgekommen, aber Leipertz staubt ab in der 70. Spielminute.
nach diesem Querschläger steht er dann frei und schließt schnell ab. Heidenheim wollte die Gunst der Stunde nun nutzen. Schlussphase, das Momentum lag auf ihrer Seite zumindest. Föhrenbach. Kopfball von Geipel an den Arm von Ken Reichel und es gab Strafstoß. Nicht zu Unrecht, kann man schon so geben. 87. Minute, Mohr hatte letzte Woche verwandelt. Leipatz an die Latte nach, Kopfball von Schöppner, gehalten von Kühn, der schnell wieder oben ist und damit den einen Punkt für Osnabrück festhält. Nach guter erster Halbzeit auch verdientermaßen. Mehr hätte sich der erste FC Heidenheim hier eigentlich auch nicht abholen dürfen. So bleibt es bei diesem 1:1. Osnabrück steht damit weiterhin vor Heidenheim in der Tabelle. Der FC Erzgebirge Aue ist gut in diese Saison gestartet, aber vom HSV hat man sich unter der Woche beim 3:0 dann die Grenzen aufzeigen lassen. Der VfL Bochum, naja, ein Sieg, zwei Unentschieden, eine Niederlage, vor allem in Überzahl nach einer Führung gegen Braunschweig, das Ganze noch hergeschenkt. Deswegen sollte gegen die Lila Veilchen der zweite Sieg der Saison her. Sie hatten auch die erste Möglichkeit hier für das Tor von Martin Mendel, diesmal aber eher keine große Gefahr. Wir springen schon in den zweiten Durchgang, weil die erste Hälfte nicht so viel zu bieten hatte. Bochum die bessere Mannschaft, Aue relativ einfallslos. Und daher auch die nächste Möglichkeit zur Führung für die Gastgeber, Anthony Lozia. So eine Kopfballchance lässt er sich normalerweise nicht entgehen, den setzt er hier dann aber vorbei. Das muss es eigentlich sein. Aue wollte hier erstmal nur den Punkt sichern. Der VfL Bochum ging klar auf den Heimdreier. Robert Juhl, Nowotny, Holtmann und da ist Chipsa, der beim Abseits steht. Daher der Treffer irregulär, wird zurückgenommen. Die Fahne ging schnell hoch, war auch die richtige Entscheidung, wenn wir uns das hier anschauen, steht da doch einen guten Meter in der strafbaren Zone. Plötzlich dann doch einmal Aue. Sollte der Lucky Punch gelingen. Riese holt sich den Ball. Clemens Fandrich, schöner Pass zu Jan Hochscheid. Aber Manuel Riemann hält zumindest das 0:0 fest, dass die Bochumer trotzdem nicht so richtig zufriedenstellen wird, weil man hier die klar bessere Mannschaft gewesen ist. Aber auch so viel muss man sagen, am Ende hätten sie ja um ein Haar noch fast verloren. Der SV Sandhausen hat sich doch gegen den KSC extrem schwer getan und auch sehr schlecht gespielt. 3:0 verlor man, hoch verdient. Nun gegen den SC Paderborn wurde es nicht einfacher. Die Paderborner mit der breiten Brust nach dem Sieg gegen Hannover. Und so traten sie hier auch auf. 14. Minute, Dennis Rebeni mit der Gästeführung, der in der Mitte zu frei steht. Das darf man bei so einem Torjäger nicht machen, wird sofort bestraft. Und Paderborn hat hier richtig Druck von Beginn an aufbauen können. Dennis Rebeni, Just Wahn legt rüber zu Kai Pröger. 0:2 nach 19 Minuten. Es drohte die nächste Klatsche für den SV Sandhausen. Diese Defensivschwächen bei der Elf von Uwe Koschinat sind doch eher eine neue Erscheinung. Zweiter Durchgang, der SC Paderborn hatte alles im Griff, wollte mit dem schnellen 3:0 alles klar machen. Schallenberg, Srebeni, der scheitert an Freisel. Hätte gezählt der Treffer. Gute Parade diesmal aber vom Keeper des SV Sandhausen. Die Zeit verging doch auch relativ schnell, wenngleich es kein spektakuläres Spiel war. Der SV Sandhausen mit den letzten Zuckungen vielleicht. Behrens zu Daniel Keita-Ruel schließt ab, aber zu harmlos. Singerle ohne Probleme. Es bleibt bei diesem 0:2 Paderborn insbesondere im ersten Durchgang richtig gut und somit verdienen sie sich hier in Sandhausen den zweiten Sieg in Serie. Jo, das soll es dann auch wieder mit dieser Prognose gewesen sein. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.
Thank you.